So, guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen beim Teil 39. Und es geht um den Multiplikator für das Spiel, also für den Flipper. Ich habe ja gesagt, wenn ich dieses Target hier, dieses abschieße, dann muss der Multiplikator sich um 1 erhöhen. So, und dann soll ich für alle Punkte, die ich bekomme, also nicht mal 1 bekommen, sondern mal 2. Da, und weil das wieder so eine vollkommen langweilige Geschichte ist, habe ich das alles schon gemacht und zeige euch jetzt in diesem Video nur noch, wie ich es gemacht habe. Also, fangen wir mal ganz einfach an. Ich habe ja in meinem Player Controller eine Funktion addiere Punkte. Und immer, wenn eine Aktion hier ausgelöst wird, egal wo, wo es Punkte gibt, dann wird diese Funktion aufgerufen. Die Punkte werden hier reingeworfen und dann werden die hier angezeigt und natürlich auch zwischengespeichert. So. Ich habe also in dem Player Controller eine neue Variable eingebaut, die heißt Multiplikator. Die hat standardmäßig den Wert 1. Das heißt jetzt, irgendjemand schickt hier Punkte rein, zum Beispiel die Kugel fliegt gegen Target und das Target gibt 100 Punkte. Dann kommen hier 100 Punkte rein, dann werden die mit dem Multiplikator, also mit 1, multipliziert, dann bleibt es 100 und dann werden ganz normal die Punkte aufaddiert. So, ist der Multiplikator aber durch Anschießen dieses Targets um 1 erhöht worden, dann steht ja hier eine 2 drin. Und dann kommen hier 100 Punkte mal 2, zack, und dann addiert der 200 Punkte auf. War also eine ganz schnelle Aktion im Player Controller. So, was ich aber jetzt gemacht habe, warte mal, ich muss mal gerade hier alles speichern, damit ich nichts verliere. So, was ich gemacht habe, ich habe hier ein Blueprint gebaut für eine Anzeige. So sieht die aus. Und da drinnen steht nur mal 2, mal 3, mal 4, mal 5. Und das setze ich hier auf diese Anzeige mit. Und wo ist mein Material? Hier. Ich habe hier Multiplikations, Materialien gebaut. Für jeden Multiplikator habe ich ein eigenes Material gebaut. Also für mal 2, mal 3, mal 4, mal 5. So. Und dann habe ich in dieser Variable, also in dieser Anzeige für den Multiplikator habe ich wieder Variablen erstellt, wo ich die Farben festlegen kann. Dann habe ich auch noch wieder die Emissionswerte festgelegt, also wie hell soll die Lampe sein, wenn sie dann angeht. So, das habe ich gemacht. Und dann habe ich hier jetzt was ziemlich Wildes programmiert, sage ich mal so. Also, wir fangen mal vorne an. Ganz normal bei Spielbeginn wird der Local Player Controller initialisiert für dieses Blueprint. So.
Dann geht es hier weiter, zuerst Material festlegen. Klicken wir mal rein, Material festlegen, auch wie immer auf mein Static Mesh setze, auf das Element 0, ein Material mal 2 und speichere es in der Variable Material 2. So, dann geht das weiter auf dem Index 1. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass dieses Bauteil insgesamt 4 Materialien hat. Immer so ein Stückchen weiter hoch, 4 Materialien. Und die sind eben mit Element 0 bis Element 3 durchnummeriert. Und deshalb kann ich bei Material festlegen hier immer sagen, auf Element 0 das Material, auf Element 1 das Material. Und so geht das weiter, bis alle Elemente gefüllt sind mit den entsprechenden Materialien. So, habe ich also das Material festgesetzt? So. Dann als nächstes macht er eine Pause von 0,2 Sekunden und dann sagt er Anzeige initialisieren. So. Das ist auch wieder eine Funktion. Die können wir uns angucken. Und ne, das ist ein Event. So, ich sehe, das ist ein Event. So, und was macht initialisieren? So, initialisieren ruft hier wieder ein Event auf und übergibt diesem Event die Nummer 2. Dann wartet es 0,2 Sekunden und dann ruft es wieder das gleiche Event auf und gibt ihm die Nummer 3 und so weiter. Wieder 0,2 warten, Nummer 4, wieder 0,2 warten, Nummer 5. Was passiert in diesem Event Highlight Anzeige bei Nummer? Weil ich hier oben immer aufrufe mit einer anderen Nummer. Ich habe hier ein Switch on Int Node, was also abhängig von der Nummer, die hier reinkommt, entweder hier hingeht oder dahin geht oder dahin geht oder dahin geht. Ja? Je nachdem, welche Nummer ich hier reinstecke. Ihr seht, da stecke ich ja immer eine andere Nummer rein. So, also, wenn ich da die Nummer 2 reinstecke, dann setzt er die Farbe des Bauteils auf die Farbe aus Farbe Multi 2. Dann setzt er die Emissionsfarbe dieses Materials auch auf die Farbe 2. Und dann ruft er hier eine Timeline auf. Die macht nichts anderes wie Werte zwischen 0 und 1000 und wieder nach 0 zurück. Das bedeutet, für die, die ja, meine Teile alle geschaut haben, hallo, hallo, der Keller, moin, moin. Die also alle Teile schon gesehen haben, die wissen, dass ich damit diese Lampen faktisch aufblenden kann. So, und wenn ich die aufgeblendet habe und diese Timeline abgelaufen ist, dann macht sie einfach die Farbe wieder schwarz. So, und das mache ich einmal für das Material 2. Wenn hier vorne eine 3 reinkommt, dann mache ich das gleiche fürs Material 3. Hier fürs Material 4 und fürs Material 5. So. Und dann können wir uns mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt das Spiel starte. Hier ist diese Anzeige. Und Highlighten bedeutet,
Die sollen einmal so durchrauschen. Also, wir gucken uns das an. Hier ist das Bauteil. Aufgepasst, ich starte. Und, habt ihr gesehen, einmal ist das so durchgelaufen. Ja, wir gucken nochmal. Tak, 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 tak. Habt ihr gesehen? Einmal alle Eimer angegangen. Tak, 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 tak. So. Das ist das Highlighten. So. Wann geht's hier wieder ab? Ja, ich baue gerade einen Flipper. Das siehst du ja. Und wenn der fertig ist, dann wird wieder gespielt. Aber dann müsst ihr mit diesem Flipper flippern. Und ich sehe und zeige im Stream an, wer von euch wie viele Punkte im Spiel geflippert hat. Das mache ich gerade. Ein bisschen crazy, aber das mache ich gerade. So, also, ihr habt gesehen, es wird also nur initialisiert, das ist einfach nur so eine optische Geschichte, einmal so durchlaufen. So, als nächstes, nach der Initialisierung, warte ich wieder eine Sekunde und dann gucke ich im Controller nach, im Player-Controller, was das hier für eine Nummer ist. Und die stopfe ich hier in Sätze Multiplikator. Und da passiert genau das Gleiche. In dieser Variable kann ja eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5 drin sein. So. Und wenn da eine 1 drin ist, dann mache ich alles dunkel. Diese Anzeige. So. Wenn da eine 2 drin ist, dann sollte die Lampe 2 leuchten. Und der Rest wird dunkel gemacht. Bei der 3 sollte die Lampe 3 leuchten und alle anderen Lampen von der Anzeige werden dunkel gemacht. So, und so geht das hier von 2 bis 5. So, und jetzt können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich hoffe, ich kriege das mal hin. Dass hier mal 2 steht. Ach so, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe, dazu muss ich noch mal meinen HUD öffnen. Also hier in der Anzeige, wo die Punkte angezeigt werden, da habe ich auch noch den Multiplikator eingebaut. Und hier oben wird also auch noch mal angezeigt, welcher Multiplikator gerade aktiv ist. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir legen mal los. Achtung, Feuer frei. So, also, ihr seht oben in der Anzeige, der Multiplikator steht. So, jetzt muss ich erst diese 5 Dinger in der Mitte, muss ich jetzt erst abschießen. So, ups, zack. Wo ist meine andere Taste? Da. So. Die muss ich jetzt zuerst abschießen. So. Zack, bumm. So. Nein, jetzt ist die Kugel rausgegangen. Ja, also noch ein Versuch. Wir müssen das mal hinkriegen hier. Also, ich muss jetzt die Reihe abschießen, damit der hier überhaupt erstmal hochgeht. Und dann muss ich den abschießen. So, gucken wir, dass ich das mal besser hinkriege. Oh. So. Los, tung, 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 tung. Jetzt noch den einen. Ah. So, festhalten. Und jetzt. Pong! Ah, daneben. Ah, wieder daneben. Nein, nicht in die Mitte. Ei, ei, und da ist er. So, jetzt muss ich diesen hier abschießen.
Und wenn ich diesen abgeschossen habe, dann müsste hier einmal initialisiert werden und dann nach einer Sekunde die 2 aufleuchten. Und hier oben müsste dann auch mal 2 stehen. Ja? So, das ist das, was ich programmiert habe. So, also abschießen. Nein, 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 nein. So. Ah, nein, 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 nein. Ich war so kurz davor. Na gut, ich muss es nochmal probieren. Also, zack, bumm, los geht's. Los, komm, Kugel, komm runter. Wollen wir da oben mal abräumen. Nein! Okay, nochmal. Eben habe ich das schon zwei, dreimal geschafft und jetzt schaffe ich es einfach nicht, oder was? Das kann doch nicht sein. Pum, pum, jetzt kommt noch eine. Nein, jetzt geht er da raus. Okay, aber ich kann euch sagen, ich habe das so probiert und es funktioniert. So. Und dann läuft hier eben mal 2 oder mal 3, je nachdem wie oft ich die abgeschossen habe, hier läuft dann hoch und die Punkte werden auch dementsprechend multipliziert. So, als nächstes möchte ich ja, ich habe ja gesagt, ich wollte hier noch so einen Extraball hinmachen. So, und dazu muss man hier diese 5 Dinger einmal abschießen. So, das ist jetzt das nächste Ziel. Und dann brauche ich eigentlich nur noch den Kugeleinwurf und die Anzahl der Kugeln. Und dann brauche ich noch so einen Knopf hier, wo ich die Kugel abschießen kann. Ja, und dann ist der Flipper soweit. Ne? Okay. Ja, da kommen noch so ein paar optische Sachen, wenn die hier oben rum wampern, dass hier noch irgendwo Lichter rumblitzen oder so. Aber das kommt dann. So, also. Hier diese Schalter. So, diese Schalter, wenn die getroffen werden, dann schleudern die die Kugel weg, setzen ein Material auf den Schalter. So. Und was machen die dann? Addieren hier wieder die Punkte, die ja dann über den Multiplikator gemacht wird. So. Und wenn die, wenn der Lauflichtschalter an ist, dann läuft auch noch dieses Lauflicht hier an der Seite. Habt ihr bestimmt eben gesehen, funktioniert. So. Und dann schreit der Schalter, ich wurde getroffen. So. Und jetzt muss ich mal gucken, der setzt hier das Material Gummi, wenn er getroffen ist. So. Und was ist das Material Gummi? Das finde ich ja seltsam. Dann gucken wir mal, was das Material Gummi ist. Da. Das ist das Material Gummi. Ja, das ist ja super. Das ist ja sein Standardmaterial. Okay, also, wenn er getroffen wird, setzt er hier das Material Gummi und der Schalter selber hat schon das Material Gummi. Also
kann ich dem hier ein anderes Material geben, dass ich also erkenne, dass dieser Schalter getroffen wurde. Ne? So. Und das ist jetzt das Erste, was ich machen muss. Ich muss also ein neues Material bauen, was so ein bisschen leuchtet. Dazu könnte ich eigentlich dieses Material hier nehmen, so. Und das benenne ich mal um in F2 Schalter an. So heißt das Material. So. Und ihr seht, das ist so ein Material, was so fürchterlich schön leuchtet. So, jetzt nehme ich hier mal die Farbe Rot. So. Und die Emissionsstärke. Müssen wir mal gucken. Bum, 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 bum. Was machen wir denn da? Machen wir mal 50. So, dann leuchtet die Kugel. Also, dann leuchtet das Material so. So, und jetzt können wir hier dem Schalter sagen, wenn du getroffen wirst, dann nehme Schalter an. So. Dann sollte also der Schalter, und das ist in dem Fall hier dieses rote Ding, das sollte dann anfangen zu leuchten. So, jetzt aber, wenn dieses, ne, brauche ich eigentlich gar nicht. Wann mache ich denn die Lämpchen wieder aus? Oh, ich weiß es noch nicht. Muss ich mir überlegen. Irgendwann muss ich die ja wieder ausmachen. Ne? So, und am besten, oh ja, das ist gut, weil für extra Ball ist es natürlich, der muss natürlich schwierig zu bekommen sein. Also, wenn dieser Target hier getroffen ist, dann mache ich hier die Lämpchen alle wieder aus. So, das heißt, diese Schalter, die müssen auf den Schalter Schild unten hören, weil dieses Ding heißt Schild unten. Also muss ich hier eine Variable hinzufügen, die nennt sich bam, 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 bam. Schalter aus Ektor, so nenne ich den, die Variable. So, und der Typ ist BP, was habe ich gesagt, unten, irgendwas mit unten. Der heißt aber BP unten, da gucken wir, da, Schild unten. So, okay, so, und jetzt müssen wir, damit wir da überhaupt drauf hören können, müssen wir erstmal diesen Schalter hier oben einbauen. So. So. Und dann müssen wir sagen, bind getroffen. Ich glaube, fire getroffen heißt das Ding. So. Also, wenn der Schalter getroffen wurde, den ich hier festgelegt habe, und das mache ich jetzt direkt mal. Denn kann ich nicht machen, weil ich da einen Fehler drin habe. So, ich muss hier erst ein Event dran bauen. So, ich baue da jetzt erstmal ein Event dran, damit der Fehler weggeht. So, und jetzt kann ich den anklicken. Immer noch nicht. Ich muss den erst public machen. So, jetzt kann ich den anklicken. Jetzt kann ich hier sagen, höre auf mein Schild unten. Und dann sage ich dem, höre auf mein Schild unten. Und dem sage ich auch, höre auf mein Schild unten. Und da sage ich, höre auf mein Schild unten. Und hier natürlich auch. So, jetzt hören die alle auf dieses Target. So. Und
Wenn dieses Target, also das Schild unten, schreit, ich bin getroffen, dann soll etwas passieren, nämlich dann Farbe zurücksetzen. So nenne ich das einfach. So. Also dann will ich die Farbe zurücksetzen oder das Material. So. Und wenn der getroffen wurde, dann bekommt er ja das Material Schalter an. Und jetzt kopiere ich das einfach, weil ich zu faul bin, das immer rauszusuchen. So. Und wenn der Schalter schreit, ich wurde getroffen, dann mache ich einfach wieder den Gummi drauf. So, also das Material Gummi. So, wunderbar, haben wir den ersten Schritt abgearbeitet. Gucken wir, ob es funktioniert. So, da, 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 da. Mal gucken. Ich muss natürlich so ein rotes Ding auch anschießen. Sonst klappt da nichts. Dazu müssen erstmal die Ziele weg. Da! Zack! Jetzt sind die beiden rot. Ihr seht. Ja, die beiden sind rot, weil ich sie getroffen habe. Sehr schön. So. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt auch noch, den mal 2 anzumachen. Oh, verhungert unterwegs. Komm. Jetzt sehe ich aber gerade, dass dieser Schalter auch diese Schalter hier auch an sind. Da muss ich gleich mal gucken. Die dürfen eigentlich dann nicht so mitleuchten. So, den habe ich geschafft. Den habe ich auch geschafft. Ihr habt gesehen, es hat sich initialisiert. Mal 2 ist angegangen. Hier. Mal 2 ist angegangen. Hier oben steht mal 2. Und jetzt müsste ich alle Punkte doppelt kriegen. Aber was nicht passiert ist, diese Dinger sind nicht ausgegangen. Na, eigentlich hätten diese Dinger ausgehen müssen. Also, das ist nicht passiert. So, und da muss ich natürlich nachher mal gucken, warum das so ist. Jetzt müsste ich schon mal 2-fach Punkte kriegen. So, und jetzt seht ihr auch, alle roten sind an. Und das ist der Moment, wo dann nachher, wenn alles fertig ist, der Extraball angehen muss und ich einen Extraball kriege. Allerdings ist das natürlich jetzt ein bisschen gefuscht, weil der die ja nicht ausgemacht hat, wie der eine wieder hochgegangen ist. Ja, ist ja klar. So, also gucken, ob ich es nochmal treffe. Ah, nein! Es ist ja immer dasselbe, wenn man sowas versucht. So. Ja, hätte ich jetzt also den getroffen, dann wäre hier wieder einmal initialisiert und dann hätte die dreimal und hier dreimal gestanden und dann gibt es dreimal Punkte. So, aber der hier ist nicht ausgegangen. Ja, habe ich eben ganz deutlich gesehen. Außerdem sind die hier irgendwie angegangen. Die leuchten normalerweise nicht. Ne, sondern nur, wenn das runtergeht und das runtergeht, dann
fangen die an zu blinken. Aber dass die dauerhaft an sind, das ist nicht richtig. So, also, Farbe zurücksetzen soll den Schalter auf Material Gummi setzen. Okay, und das soll nur passieren, wenn hier ein Schalter eingetragen ist. Das ist eingetragen. So. Aber es kann gut sein, dass dieser Ektor, der ist nicht gesetzt. Deshalb ist das hier ungültig und deshalb würde der hier rauskommen. Hier, Moment, ich mache mal Stopp. So, weil dieser Ektor nicht gesetzt ist, geht der hier nicht rein, sondern kommt hier raus und hier passiert ja nichts. Also, fehlerhafte Programmierung, was müssen wir machen? Es kann ja sein, dass der nicht gesetzt ist, aber der gesetzt ist. Also müssen wir das hier so quasi parallel machen. Und das machen wir mit einem Sequenzer. So. Wir machen also hier einen Sequenzer rein. So. Und einmal soll der dahin und einmal soll der dahin. So. Und dann kann ich diesen ganzen Kram hier nehmen und mal hier hochstellen. Das kann hier ab. So. Damit man das besser erkennt. Also, wenn das Spiel beginnt, geht der erst hier hin, guckt, ob da was drin ist und schaltet dann die Überwachung ein, ob der hier schreit. Und dann geht er hier hin und guckt, der Ektor gültig ist und wenn ja, dann macht der das Ding hier an. So, das Blinken. Okay, also, da war der Fehler. So, und jetzt kann ich mal hier gucken. So, und die haben bei Schalter aus Ektor nichts drin stehen. Dafür haben die hier BP-Schild drinstehen. Das heißt, wenn dieses Schild getroffen wurde, dann sollen die anfangen zu blinken. So, mehr soll da nicht passieren. So, also haben wir den Fehler korrigiert, dann geht's wieder los. Ich habe natürlich noch keinen Sound, aber der kommt auch noch im letzten Schritt nachher. So, einer ist schon mal angegangen. Jetzt habe ich noch einen Schalter. Sehr gut, der ist auch weg. Jetzt muss ich den in eine, nee, wenn ich, jetzt ist nämlich die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt das Target abschalte, um das mal 2 zu bekommen, dann geht natürlich der Extraball wieder aus. Ne? Ist ja klar. Ja. Zack. Jetzt habe ich es mal 2 an und ihr seht jetzt auch, sind die Lampen ausgegangen. Also nichts mit Extraball. So. Also das funktioniert schon mal sehr gut. Natürlich passiert jetzt noch nichts, weil ich habe ja jetzt erstmal nur die Lampensteuerung gebaut. Ne? Dass also die Lampen angehen. Mehr ist jetzt erstmal noch nicht passiert. Aber das ist ja erstmal das Wichtigste. Das hat optisch schon mal funktioniert. Dann sind wir ja schon mal auf dem richtigen Weg. So, ich würde ja gerne mal 3 ausprobieren. Oh, Glück gehabt. Da ist er über den Flipperfinger gehüpft, die Kugel. Oh, wenn das so blitzt in der Mitte, dann sehe ich manchmal die Kugel nicht. Das ist total heavy. So.
schieß mal gegen die Kugel. Nein, nein, nein. Oh. Boah. Hatte ich schon wieder Pipi in die Hose. Jetzt krieg ich den einen dann nicht. Kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Punkte sammeln. Jetzt geht er durch das Loch. Ne, der Tunnel ist immer heftig. Jetzt aber. Ah, nein, da ist er. Jetzt muss ich durch das Target treffen. Komm jetzt. Jawohl, und jetzt müsste mal 3 an sein. Ich sehe nichts. Wo ist die Kugel? Ich muss sie festhalten. Ich muss sie festhalten. Jetzt aber. Ah. So, mal 3 ist an. Hier ist mal 3 an. Und jetzt müsste ich 3-fach-Punkte kriegen. Sehr gut. Das funktioniert. Einwandfrei. Und. Ah, nochmal. Aber die Lampen in der Mitte da, ihr seht das hier, die leuchten trotzdem. Und die dürften nicht leuchten, weil die Targets hier sind beide oben und dann müssten die aus sein. Da muss ich aber nochmal nachgucken, was ich da gemacht habe. So, oh, ich glaube 65.000 hatte ich noch nie. Jetzt ist aber irgendwas verkehrt gewesen, weil jetzt ist der aufgegangen und der war noch oben. Also da weiß ich auch noch nicht, was das war. Weil normalerweise darf der erst hochgehen, wenn der Zähler hier, also wenn der auch weg ist. Na gut, aber ihr habt gesehen, dass mit dem mal 3, das funktioniert schon mal. Und die nächste Stufe wäre eben mal 4 und dann mal 5 gewesen. So. Und das mit dem Anschießen funktioniert auch, aber das hier, das ist noch irgendwie seltsam. So, also muss ich mir die Dinger nochmal angucken hier. So, also, hier an der Stelle, wenn der Ektor schreit, ich bin getroffen, dann gibt es Schalter blinken. Soweit, so gut. Und wenn das Schild ausschreit, ich bin getroffen. Ach, okay. Ach nee, der hat ja gar keinen Schalter. Der hat ja gar nicht den Schalter. Wieso kann der denn dann angehen? Das finde ich aber seltsam. Okay, der, wenn der schreit, dann gibt's Blinken. Und wenn der schreit, dann gibt's Gummi. Das stimmt doch gar nicht. Heißt das Gummi? Der heißt doch Schalter an hier, wenn der schreit. Ach, aber hier nicht. Ah, Moment. Moment, Moment, Moment. Wenn der getroffen wird, dann steht hier Schalter an. Und das ist verkehrt. Hier muss stehen Gummi. So. Warum da Schalter ansteht, das weiß ich nicht. Ach, guck mal. Weil ich eine Kopie gemacht habe. Und dann ist das seltsam. Macht der die Kopie hier unten auch rein? Das ist der Fehler. Okay. Also, das Ding weg.
Set-Material so den verbinden und hier Schalter an. So, Schalter an. Speichern. Und hier unten, da steht jetzt Gummi drin. Okay. Das war der Fehler. Das habe ich aber auch nicht gewusst, dass das so passieren kann. Das ist ja total dämlich. Ne? Also wenn man hier so ein Node mit dem Schalter, der da dran ist, einfach irgendwo anders hinkopiert und hier was ändert, ändert er das hier auch. Muss man wissen. So, also Fehler gefunden, Feuer frei, nächste Runde. So, los geht's. Ich muss noch meinen eigenen Sound machen. Wenn einer von euch einen coolen Sound kennt oder weiß, den ich hier in den Flipper einbauen könnte, immer her damit, ne? Weil das kann ich bestimmt noch gut gebrauchen. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust hier auf der Seite. Ich meine, der ist auch nicht besser. Los geht's. Schieß mal nach oben. Oh, da ist er da durchgeflogen. Oh, immer von hinten. Die Reihen abräumen. Zack, bumm. Ah, gerettet. Huh. So, jetzt noch einer. Nein. Aber, guck mal, jetzt gehen diese Lampen da nicht mehr an. Was ist denn jetzt passiert? Ach so, nee, die müssten doch angehen. Warum gehen die Lampen nicht an? Fällt mir gerade ein, wenn ich da die Schalter anschieße. Guck mal. Unverschämtheit. Da, die müssten alle angehen. So, mal zwei ist an. Jetzt sind sie angegangen. Was ist das denn für ein Kack? Ach, ja, ich habe die ja auch verkehrt eingestellt. Fällt mir gerade ein. Da an der Stelle, wo ich gesagt habe, Schalter an. Okay, so macht er die Lampen aus, ist auch in Ordnung. Aber ich weiß nicht, was schöner ist, ob so rum oder so rum. Jetzt habe ich das verstanden. Ich habe die einfach verdreht, die Einstellung. Seht ihr, wenn ich die anschieße, gehen die aus. So, und wenn ich jetzt den in der Mitte treffe, den weißen da, dann gehen die Lampen alle wieder an. Also ich habe einfach nur die das Ding verkehrt rum gemacht. So, mal 3 ist an. Das heißt, ich kann jetzt richtig Punkte machen. Gucken, ob ich auch noch das mal 4 ankriege. Noch 2 Stück. Ach, ist er wieder unterwegs verhungert. So. Wieder ein.
Und noch ein. Ja. Jetzt aber, komm, hauen wir weg. Jetzt, und jetzt den in der Mitte. Ja, und mal 4 ist an. Es klappt super. Ja, und dann gibt es noch mal 5 und mehr gibt es dann auch nicht. Also, sonst. Tuff, 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 tuff. So, kommt jetzt noch ein, noch ein, noch ein, dann habe ich mal 5. Ich habe schon 92.000, noch nie so viele Punkte gehabt. Ich darf nicht so viel. Sonst treffe ich den komm jetzt. Schieß ihn an. Schieß ihn an. Ah. Jawohl, jetzt noch den in der Mitte. Von hinten kannst du auch abschießen, ist mir egal. Hauptsache mal 5. Ja! Jetzt mal 5 ist an. Hammer. Jetzt müsste das Punkte rappeln hier. Ich hoffe, es funktioniert das. Ja, das gibt Punkte hier. Das klappert im Karton. Tong, tong, tong. Da rappelt's mit mal 5. Das knallt. Ich meine, mehr kann ich jetzt sowieso nicht mehr machen. Jetzt müsste ich auf Extraball gehen. Oh. So, aber es nützt ja nichts. Es wird jetzt, aber jetzt muss ich aufpassen. Er darf nicht. Oh, jetzt ist er auch noch hier liegen geblieben. Was ist denn da los? Da habe ich aber irgendeinen Fehler drin, oder? Ah, okay, Kugel ist liegen geblieben. Gut, jetzt müsste ich eigentlich so einen Tilt haben, so ein Schüttelding, aber das habe ich auch noch nicht programmiert, ne? Dass man den Flipperautomat mal so ein bisschen schütteln kann, damit die Kugel dann sich wieder löst. Okay, aber Multiplikator hat schon mal funktioniert. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das mit den Schaltern ist. Wieso? Also, wenn der sagt Schalter aus, dann muss hier Gummi hin. So, das ist ja richtig. So, wenn der Actor sagt, bin getroffen, dann muss der Schalter blinken. Ist auch richtig. So, und wenn der getroffen wurde,
Dann muss der wieder Gummi sein. So. Ach, Moment. Jetzt weiß ich, wo das Problem liegt, weil wenn ich die anschieße, dann sollen die ja, wenn die blinken, wieder auf Gummi gehen. So, wenn ich aber hier mit diesem System arbeite, dann sollen die natürlich leuchten. Das heißt, an dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich, wenn der hier gültig ist, das heißt, ich nehme mal dieses Teil hier, so, Moment, Ctrl C, ach so, ich muss erst einen Switch einbauen hier, Moment. Switch, ach nee, Switch ist verkehrt. Sequenzer wollte ich einbauen. So, also ein Sequenzer. So. Also, das ist ein Sequenzer und der prüft jetzt zuerst, ob dieser Schalter hier gültig ist. Ctrl V. So. Und wenn der gültig ist, dann soll dieser Schalter hier angehen. Und zwar mit Schalter an. So. Und als zweites muss der prüfen, ob dieser Aktor gültig ist. So. Das wäre die zweite Option. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. So. Also hier. Ach, jetzt habe ich hier nicht kopiert. Also Ctrl C. Ctrl V. So. Also. Hier gucke ich als zweites, ob dieser Ektor gültig ist. Und wenn der gültig ist, dann so, dann soll der ihr Gummi werden. So, und der hat das jetzt auch nicht gewechselt, also hatte ich da irgendwie ein Problem eben. So. So. Also, ich habe es gelöst, weil es zwei verschiedene Aktionen sind, aber immer dann, wenn der getroffen wird. Deshalb musste ich hier noch unterscheiden und dann dementsprechend die Schalter setzen. So, haben wir das auch. Können wir noch mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt wird schon richtig schön. Also jetzt macht das Spielen schon richtig Spaß mit dem Flipper. Am Anfang war das ja, ne, ohne Farbe und so. Und mittlerweile. So, jetzt gehen die an. Das Lauflicht finde ich geil. Und das in der Mitte auch, dieses Firefighter, wenn das aufblitzt, das finde ich auch geil. So. Und jetzt den. Jawoll. So, mal zwei ist an.
Und die Lampen sind auch ausgegangen. Sehr schön. So. Also muss ich mich immer entscheiden zwischen Multiplikator und Extraball. Ist eigentlich eine gute Nummer. So. So, aber jetzt muss ich weitermachen. Wenn also jetzt diese Dinger getroffen werden, dann, und das sehen wir hier, und dieser Schalter aktiv ist, sage ich mal, oder dieser Ektor, also wenn dieser Ektor eingetragen ist, so, dann würde er ja die Lampe anmachen. So. Und dann muss er natürlich noch was machen, denn er muss jetzt irgendwo einen Zähler pflegen, der sagt, wie viele. Ah nee, der muss erstmal sagen, ich bin an. Ne? Das ist das Erste, weil wenn der nämlich nochmal getroffen wird, dann darf der ja nicht nochmal zählen. Also wenn das Licht an ist, dann darf der ja nicht nochmal zählen, sondern der darf nur zählen, wenn er das erste Mal hier getroffen wurde. Also muss ich eine Variable erstellen hier und die heißt bin an. Die heißt einfach bin an. So, und das ist eine Variable vom Typ Boolean, also ja oder nein. Und wenn er so die Lampe angeht, dann muss ich auch hier sagen, ich bin an. So. Wunderbar. Und dann, nee, ich muss erst Folgendes machen. Ich muss erst fragen, ob ich schon an bin. Das muss ich zuerst machen. So, also get, so, und dann hier ein Branch. So. Ich muss also erst anfragen, ob ich an bin. Wenn ich an bin, nee, wenn ich aus bin, dann muss ich mich anmachen. Also das hier. So, das muss ich mal wegmachen hier. So, das muss da rein. So, also, wenn der Lichtschalter angeht, egal, auch wenn er schon an ist, setze ich hier den Lichtschalter einfach an. Dann frage ich erstmal, was steht hier drin? Und standardmäßig steht da aus drin. So, also, ich frage erstmal, was steht hier drin? Wenn aus drin steht, dann mache an. Und dann muss ich einen Zähler erhöhen. Wenn ich schon an bin, also hier an der Stelle, dann darf gar nichts passieren. Ne? Klar. So, also, wo setze ich den Zähler? Natürlich in meinem Player Controller. Hier, da setze ich meinen Zähler. Und diesen Zähler nenne ich Counter Extra Ball. So. Und dieser Counter Extraball ist eine Variable vom Typ Ganzzahl. So. Und die setze ich natürlich auf 0. Die ist am Anfang auf 0. So, wunderbar. So, und immer, wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 diese Dinger treffen und sie noch nicht an sind, dann
Ich mache die Lampe mal weg, weil ich wollte hier hin. Dann will ich von meinem Player-Controller die Variable setCounter extraBall, die will ich jetzt erhöhen. Okay? Ach, nicht da. Quatsch. Weg damit. So, hier. Wenn ich nicht an bin, dann erhöhe die Zahl und sage, ich bin an. Okay. So. Aber mit welchem Wert? Welchen Wert soll ich jetzt hier in Counter Extra Ball reintun? Da muss ich erst gucken, was ist denn hier überhaupt drin? Also get Counter Extra Ball. So. Hier weiß ich, welche Zahl in der Variable Counter Extra Ball drin ist. So. Dann muss ich da etwas dazu addieren. Nämlich die Zahl 1. Ich muss also quasi diesen Zähler Counter Extra Ball um 1 erhöhen. Also hier ist jetzt eine 1 drin, plus 1. Dann wäre hier an der Stelle eine 2. Und die stopfe ich wieder in den Counter Extra Ball. So, und damit passiert jetzt Folgendes. Wenn der hier nicht an ist, dann guckt er hier, was steht drin. Ich sage jetzt mal eine 1. Addiert eine 1 drauf, dann ist hier eine 2. Dann stopft er hier eine 2 rein und dann ist in Counter Extra Ball eine 2. Jetzt kommt ein anderer Schalter und sagt, bin ich an? Nö. Dann guckt er hier rein und sagt, oh, ist ja eine 2 drin. Erhöhe ich um 1, stopfe das wieder da rein, habe ich also eine 3 drin. Und so funktioniert das. So funktionieren Zähler. Eigentlich ganz einfach. So. Okay, dann habe ich die Zähler hochgesetzt. So, jetzt muss ich aber noch, und das ist ganz wichtig, wenn hier die Lichter alle ausgemacht werden, dann muss ich natürlich auch den Counter vom Player Controller wieder auf 0 setzen. Das heißt, ich nehme wieder meinen Player Controller und sage dann Set Counter Extra Ball. So, bumm, und zwar auf 0. Da brauche ich auch gar nicht wissen, was da vorher drin ist. Wenn das Target runtergeht und die Lampen ausgehen, zack, auf 0. Ende aus Mickey Mouse. Muss ich wieder von vorne anfangen. So, jetzt könnte ich mir, damit das Ganze ja, mal so ein bisschen übersichtlich wird, hier in meinem Hood, also in meinem Fenster, könnte ich das hier mal duplizieren, so. Und dann kann ich hier reingehen und dann kommt hier Count Ball. So. Doppelpunkt. So. Enter. Zack. Count Extra Ball. So. Und hier kommt dann eine 0 rein. So. Und diese Variable hier, die nenne ich TXT Extra Ball. So. Und das ist natürlich eine Variable. So, bumm, bumm, gespeichert.
So. Jetzt habe ich hier also ein zusätzliches Feld, nämlich Anzahl der Kugeln, bis der Extraball ausgelöst wird. Und ich könnte natürlich auch hier reinschreiben 0 von 5 oder so. Ja, also ich könnte jetzt hier sagen 0/5, weil ich müsste 5 anschießen. Muss ich mal gucken, wie ich das dann schön löse. So. Also, das steht jetzt da drin. So. Und jetzt kann der Player Controller hier, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Also, ich war hier bei meinem Schalter und der setzt diesen Counter Extra Ball nach oben. Das muss ich gerade mal gucken. Habe ich hier ein Interface? Ja, ich habe das Interface. Dann nehme ich doch einfach das Interface. So, okay, dann muss ich das doch noch mal ein bisschen ändern. Ich muss in das Interface, so, und dort mache ich eine neue Funktion. Lösche Counter Extra Ball. So, habe ich mir ausgedacht, den Namen Lösche Counter Extra Ball. Ist eine neue Funktion im Interface. So, speichern, Feuer frei. Wo ist mein Player Controller? Da. So, nehme ich jetzt die Funktion hier. Seht ihr sie im Interface? Lösche. So, Lösche Counter Extra Ball. Was soll der machen? Der soll einfach die Variable auf 0 setzen. Was anderes soll der? Naja, der soll schon noch was anderes machen, weil dafür habe ich das ja hier hingebaut. Der soll nämlich auch noch ein Dispatcher aufrufen, also so einen Finger und aufzeigen und sagen: Achtung, ich habe den Counter zurückgesetzt und deshalb heißt dieser Dispatcher auch Counter zurückgesetzt. So. Und vielleicht muss ich noch mehr Counter zurücksetzen. Deshalb nenne ich den Counter Extra Ball zurückgesetzt. So, ist zwar lang, aber ist mir wurscht. Und den packe ich jetzt hier hinten dran. So. Komm, 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 komm. So. Also, wenn das Event Lösche Counter Extra Ball über das über das Interface ausgelöst wird, dann macht der Player Controller automatisch Extra Ball auf 0 und ruft: Ich habe den Counter Extra Ball zurückgesetzt. So. Das ruft der Player Controller. So, jetzt gehe ich in meinen Hood und hier seht ihr ja, initialisiere ich den Player Controller und dann höre ich schon, ob der ruft Multiplikator erhöhen. Denn wenn der das ruft, dann mache ich ja dieses mal 1, mal 2, mal 3 im Hood. Also hier oben in der Anzeige erhöht sich dann das Mal. So. Und nach dem gleichen Prinzip mache ich jetzt. Moment, Moment, Moment. So. Das schiebe ich jetzt mal hier unten hin. So. Ich mache hier mal Platz. So. Also, der Player Controller soll jetzt, oder ich will jetzt noch auf ein zweites Event vom Player Controller hören und das nennt sich Counter Extra Ball zurückgesetzt. So, da will ich jetzt auch noch drauf hören. So, im Hood. So, und was soll passieren, wenn der
Player Controller schreit, dann brauche ich hier wieder ein Custom Event. So. Und das nenne ich Counter Extra Ball. Das reicht mir ja. So, Counter Extra Ball. So. Das schreibe ich ja nur dahin, damit ich immer weiß, was das ist. So. Und was soll jetzt hier im HUD passieren? Jetzt möchte ich diesen Inhalt hier, den aus dem Textfeld Text Extra Ball möchte ich dann verändern. Ja, also in dem Fall zurücksetzen. So, also muss ich natürlich sagen, wenn der schreit Extra Ball zurückgesetzt, dann nehme ich diesen Text. So, und setze set text, so, setze in den Text hinein 0 von 5. So, speichern, fertig. So, also, dann steht da drin 0 von 5, wenn der Player Controller schreit, ich habe den Counter zurückgesetzt. So. Jetzt muss ich den aber auch erhöhen, wenn ich natürlich den Zähler erhöhe. Ist ja auch klar, ne? Also, wenn ich hier den Zähler erhöhe, no, dann ist es besser, wenn ich das wieder über das Interface mache, weil dann kann das Interface, also dann kann der Player Controller das Erhöhen übernehmen und er kann auch gleichzeitig rufen, ich habe meinen Zählerstand erhöht und dann kann der HUD wieder sagen, ach, du hast deinen Zählerstand erhöht. Ja, dann muss ich da auch was anderes reinschreiben. Und das machen wir jetzt. So. Und zwar nehmen wir wieder das Interface und machen wieder eine neue Funktion. Und die nennt man Counter Extra Ball erhöhen. So. Habe ich eine neue Funktion gemacht. Counter extra Ball erhöhen. So, kann ich speichern. Jetzt gehe ich wieder in den Player Controller. Und dann sehe ich die hier. Und dann mache ich da einen Doppelklick drauf. So. Und jetzt muss ich das, was ich hier gemacht habe, nämlich mit dem Plus 1, hier so, das muss ich jetzt hier machen. Das heißt, ich nehme mein Counterball. Da ist ja die Zahl drin, die jetzt da drin steht. Dann addiere ich dazu eine 1. Und dann setze ich die neue Zahl da rein. So, das wäre schon. Und jetzt schreie ich noch Counter extra Ball erhöht. Zack. Das ist das, was der schreien soll. Also, zack, Call, dran gepappt, fertig. So. Jetzt schreit der Player Controller. Ich habe den Counter erhöht. So, jetzt müssen wir aber wissen, was steht da drin in dem Counter. Das wollen wir jetzt gerne wissen, wenn der schreit. Also der soll nicht nur schreien, ich habe den Counter erhöht, sondern der soll auch sagen, ich habe den Counter erhöht und da ist jetzt eine 3 drin zum Beispiel. So, also können wir hier in diesen Dispatcher hineingehen, machen hier bei Input einfach Anzahl, so,
Das nennen wir einfach Anzahl. So, und das ist hier, seht ihr, ist das ein Integer. Dann habe ich hier auch einfach ein Integer. Ja, kann ich hier auswählen. So, speichere ich das. So, und jetzt kann ich hier, seht ihr das, wenn ich diesen Dispatcher anstoße, dann kann ich jetzt hier das, was da drin steht, egal was da drin steht, hier reinstopfen. So, wunderbar. Der Player Controller hat also den Zähler erhöht und schreit, ich habe den Zähler erhöht und der ist jetzt als Beispiel 3. So, jetzt gehen wir wieder in den Hood. So, der Hood, der hat hier mitgekriegt, der Zähler wurde zurückgesetzt. Jetzt muss der Hood aber auch noch gucken. Und deshalb bind counter. So. Event counter extra Ball erhöht. So. Da musst du jetzt auch noch drauf hören. Und das Ganze ist natürlich auch der Local Player Controller. Also der hier. Auf den passe ich auf, ob der das schreit. So. Und wenn er das schreit, dann gibt es wieder ein Custom Event. Das ist immer dasselbe. So. Und das nenne ich Counter Extra Ball erhöht. So. Und jetzt seht ihr, ist hier auch die Zahl dran. Das heißt, ich weiß jetzt, was bei dem Player-Controller in der Variable Counter-Extra-Ball drin ist. Und das weiß ich jetzt hier an dieser Stelle. Und jetzt kann ich diesen Kram wieder nehmen hier. Zack, zack, so. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie hier reinstopfen. So, aber, und jetzt wird es ein klein bisschen tricky, wenn ich das jetzt da reinstopfe hier, dann steht da ja nur 3 drin und nicht 3 von 5. Ja? Und wenn ich das einfach so da reinstopfe, dann steht da nur eine 3 drin. Will ich natürlich nicht. Also muss ich gucken, dass ich hier was anderes reinstopfe. Und zwar, jetzt muss ich gucken, wie das geht hier. Make Text vielleicht. Muss ich mal gucken. Make Text, ob es sowas gibt. Nee, gibt es nicht. Mal gucken, ob ich hier was finde. Promote to Variable Preset. Nee, was kann ich denn hier auswählen? Input. Key ist verkehrt. Gucken, ob ich hier was finde. Variable auch nicht. Utils. Text, Select, gucken, ob ich hier was finde, Format Text, Make Literal Text, das ist doch gut. So, aber das gefällt mir noch nicht. Gibt es vielleicht ein Add Text? Gibt es nicht. Einfach nur add. Ein Operator. Das könnte funktionieren, wenn ich hier einen Text auswählen kann. Kann ich einen Text auswählen? Nee, natürlich nicht. Okay. Okay, 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 okay. So. Was kann ich machen? Ich muss zwei Texte miteinander verbinden. So, dann gucke ich nochmal nach Literaltext, ob da noch irgendwas gibt, was ich hier so benutzen könnte. Nö, 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 nö. Make Literaltext, aber das habe ich schon. So, und wie kriege ich die beiden jetzt zusammen?
Wenn ich hier was rausziehe, dann gibt es vielleicht ein Add. Set, nix, Operator. Gucken, ob das funktioniert. Ne, das funktioniert nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Combine vielleicht. Combine. Gibt es aber auch nicht. Ja, wie geht denn das dann? Combine Text gibt nichts. Ja, was kann ich denn mit dem Text machen? Add Text. Okay, also. Das ist ja schon mal nix hier. Return Value Literal Text. Also ich guck mal wieder nach Literal Text, was es da so gibt. Da gibt es nur Make und sonst gibt es nix. Okay, aber ich glaube, es gibt ein Literal String. Make literal String und da gibt es bestimmt auch Add String Attribut. So. Ein Node Attribut Key, ein Value. Ist doch Quatsch. Ist doch totaler Quatsch. Make String. So. Make literal String. Und das kann ich das adden. Add. Gibt es hier einen String? Warum ändern die denn immer alles? Also. Da kann ich auch keinen String auswählen. Okay, also Add ist es schon nicht mehr. Früher war es einfach nur Add, fertig. So, Select String. Was gibt es denn alles mit String? Join String. Build. Append. Da, Append. So, das will ich haben. Vielleicht gibt es hier auch ein Append. Moment. Append. Gucken, ob es es gibt. List. Ne, bei Text gibt es das nicht. Und hier, der würde das umwandeln. Da kann ich auch direkt einen String nehmen. So, also. Make literal String. So. Also, hier kann ich einen String reinstecken. So, das mache ich mal, indem ich den hier rein tue und dann wandelt der automatisch meine Zahl in einen String um. So, jetzt habe ich hier die Zahl drin, aber als String, also als Textzeichen sozusagen. So, und jetzt dieses Append ermöglicht mir an das, was hier rauskommt, noch was dran zu hängen. Und da mache ich jetzt einen Schrägstrich 5 dran. So, und das Ergebnis aus diesen beiden Dingern, das kommt dann hier raus. So, und das, was da rauskommt, stecke ich dann hier rein. So. Jetzt hat er das wieder konvertiert, so von String nach Text. Und dann steht das da drin. Sieht ein bisschen umständlich aus, aber so ist das eben. Ja? Also, hier kommt eine Zahl raus, 3. Die wandle ich quasi in einen Text um oder in einen String. Dann kommt hier die 3 rein. Dann mache ich dazu Schrägstrich 5, dann steht hier drin 3 Schrägstrich 5
Und das geht dann da in den Text. Okay? Und die 3 oder was auch immer hier drin steht, das gibt der Player-Controller, wenn er die Zahl erhöht, schreit er, ich habe die Zahl erhöht und sagt auch noch, welche Zahl. Und das kommt dann hier im HUD raus. So. So funktioniert das. So, und dann können wir das ausprobieren. Wenn wir die Targets anschießen, müsste im HUD ja jetzt der Zähler erhöht werden. Hier steht 0 von 5. So. Komm, 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 komm. Ich will. Da, jetzt ist ein Ding an und jetzt müsste da eigentlich stehen 1 von 5. Tut's aber nicht. 2 von 5 müsste da stehen. Tut's nicht. Tut's nicht. Und warum tut's das nicht? So. Wir können direkt mal gucken, habe ich das gespeichert? Ja, habe ich. So. Habe ich das gespeichert? Ja, habe ich auch. So. Habe ich das gespeichert? Habe ich auch. So. Hier von da aus sollte er den Text von TXT Extra Ball erhöhen mit dem Wert. Okay. Dann müssen wir hier jetzt mal einen Breakpoint machen. Also, Breakpoint heißt, ich lasse das Programm laufen. Und wenn das Programm an diese Stelle ankommt, dann macht das eine Pause und sagt, ich bin da angekommen. So, gucken wir mal, ob es da ankommt. Dazu müssen wir natürlich erst so ein Ding rot anschießen. Ist ja klar. So, ihr habt gesehen, es ist so ein Ding rot angegangen, aber. Da wieder, aber der kommt nicht da an. Also der ruft zumindest hier an der Stelle, kommt er schon mal nicht an. Und wenn der hier nicht ankommt, dann schreit der hier auch nicht. Ne? Sonst würde der ja da ankommen. Okay, wenn der hier nicht schreit an der Stelle, dann wird das Ding hier nicht ausgelöst. Ja, so. Und warum wird das nicht ausgelöst? Ist ja klar, ich bin ja auch doof. So, hier habe ich ja vorher den Counter erhöht und ich habe aber gesagt, ich will das übers Interface machen. Das heißt, ich nehme hier Counter Interface erhöhen. Aber ich muss zuerst den Local Player Controller nehmen. Stop. Stop, stop, stop. Ganz langsam. Also, get Local Player Controller. Und da muss ich jetzt aufrufen. Counter Extra Ball erhöhen. Aber das war wieder der verkehrte. Nochmal. Counter extra Ball erhöhen aus dem Interface. Wo ist es? Der heißt doch Counter extra Ball erhöhen. Da muss es doch irgendwo ein Interface zu geben von dem hier. Counter extra Ball. Ach, das ist ja auch, ich gucke. Doch, das ist das Interface hier. Erhöhen. Oh, da ist es Interface. Da. So. Und das darf ich natürlich nur machen, wenn bin an nicht an ist. So, ist das jetzt richtig? Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe.
Ich bin mir total unsicher. Wir werden es ausprobieren. Eigentlich ist es so richtig, aber da gehört doch eigentlich ein Message dran. Also so wie Multiplikator erhöhen. Da kann ich ja noch mal eben gucken. Irgendwo steht doch Multiplikator erhöhen. Wo habe ich das gemacht? Wenn ich dieses Target angeschossen habe, das hier. So, wenn ich das angeschossen habe, wo ist das? Da. Dann, ach nee, dann rufe ich nur, ich bin getroffen und dann hört der Player Controller. Okay. Okay. Also, ja, ich hoffe, es funktioniert. So, wir werden es ausprobieren. So, Feuer frei. Müssen uns erstmal ein bisschen Platz schaffen da oben. So, und da, jetzt steht's da. 1 von 5. Zack, 2 von 5. Sehr schön. Also, bin ich doch nicht doof. Jetzt müsste da 3 von 5 stehen. Oh, und jetzt habe ich sie wieder ausgemacht. Jetzt müsste da 0 von 5 stehen, aber das steht nicht da. Ihr seht, da steht nicht 0 von 5. Also wird in dem Schalter, wenn ich den abschieße. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht programmiert, oder? Stimmt, das habe ich schon gar nicht programmiert. So, bumm. 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 Wieso steht da die 3? Ach so, das ist ja. Die waren ja schon mal an. Deshalb erhöht er die nicht. Ah. So. Puh. Wollte ich doch eigentlich noch ein paar andere anmachen. Och, da ist er einfach durch den Target durchgeschossen. Hat er die Kollision nicht ausgelöst? So, jetzt aber. Zack, jetzt sind die wieder zurück. Aber der hat die wieder nicht zurückgesetzt. Ach so, ja gut. Konnte ja auch nicht. So, ich mache mal Pause hier. So, also, dieser Schalter, so, wenn der ausgelöst wird, das ist ja hier die Hitbox, so, dann muss der vom Local Player Controller, wo ist er? Da, dann muss der vom Local Player Controller noch etwas aufrufen, nämlich, und er hat noch kein Interface hier, sehe ich hier so, der hat noch kein Interface. Also muss ich hier unter Class Settings das Player Controller Interface einbauen, so. Jetzt habe ich auch das Interface hier und jetzt muss der sagen, lösche Counter Extra Ball. So, das muss der jetzt aufrufen. Also, lösche Counter Extra Ball und zwar aus dem Interface. So, das muss er aufrufen. Wunderbar. Und dann müsste der Player Controller automatisch den Counter löschen. Und dann schreit er wieder,
Ich habe den Counter gelöscht und dann sagt der HUD wieder, oh, wenn du den Counter gelöscht hast, dann schreibe ich hier 0 von 5 hin. So, so müsste das funktionieren. Also, erstmal ein bisschen Zigarette rauchen. Und los geht's. So, einer ist schon an. Da ist schon wieder geschlafen. Zwei sind an. So. Ja, jetzt sind die Targets, aber ihr seht, er hat die Targets schon wieder aufgestellt. Wo ist denn meine Kugel hin? Ich weiß nicht, ich sehe sie nicht mehr. Aber er hat also das letzte Target weggeschossen, hat dann mal zwei, also dann ist das andere hochgegangen, das ist auch direkt wieder runtergegangen, hat aber die Lämpchen also nochmal, hier hat er einen angeschossen, dann ist er abgeprallt. Dann ist in dem Moment hier das andere Target hochgekommen. Das hat er auch direkt weggehauen. Dann hat er die Lämpchen alle ausgemacht, hat das Target wieder hochgemacht, hat mal zwei angemacht und hat den Zähler auch zurückgesetzt. Wunderbar, es funktioniert. Sehr schön. So. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist irgendwo festzustellen, ich habe die 5 erreicht, also gibt es einen Extraball. Ne? So, und das mache ich natürlich im Player Controller, weil der erhöht ja auch meinen Counter. Und da kann ich natürlich auch noch gucken. Hier an der Stelle gucke ich einfach, was gucke ich denn? Ob der greater, wie schreibt man greater? Ich bin doof. Greater oder gleich, also größer oder gleich 5 ist. So, das gucke ich mir hier an. So, ich frage also, bist du Zahl größer oder gleich 5? So, und die Antwort kann nur heißen ja oder nein. Also ein Branch. So, das bauen wir hier rein. Zack. So. Also, wir gucken, ist die Zahl größer oder gleich 5. Nein, dann schreie, ich habe den Counter erhöht. Okay. Wenn ja, dann mache irgendetwas. Und zwar, was machen wir da? Wir brauchen eine Variable. Ich muss hier mal gucken, ein bisschen Platz machen. Das ist alles ein bisschen eng. Ich brauche hier eine Variable und die heißt Anzahl Kugeln. So, Anzahl Kugeln. Das ist auch ein Integerwert und der steht standardmäßig auf 3. Weil in dem Flipper spielt man ja irgendwie immer mit 3 Kugeln. So, wenn man zumindest, wenn man anfängt. So. Und jetzt muss ich gucken, wenn der Zähler hier 5 oder größer ist. Das mit dem größer mache ich nur, weil der könnte ja
zwei Targets gleichzeitig treffen, so zufällig, und dann könnte die Zahl auf einmal größer wie 5 werden. Ich will das hier mal hier abschnibbeln. Moment, so, und mache das einfach so da rein. Dann ist das übersichtlicher. So, also, ist die Zahl 5 oder größer? Ja, dann erhöhe die Anzahl der Kugel. So, um wie viel? Und da haben wir das gleiche, wie wir es hier haben. Nehme einfach das, was da drin steht. Egal, was da drin steht. Addiere eine 1 dazu und stopfe das in Anzahl Kugel. So, dann haben wir den Zähler der Kugeln um 1 erhöht. So, was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt müssen wir noch sagen, okay, wenn das passiert ist, dann muss ich diesen Zähler natürlich auf 0 setzen. Auch klar, ne? So, und dazu kann ich hier, kann ich das hier aufrufen? Ne, kann ich nicht aufrufen. Okay, dann setze ich jetzt hier den Counter-Extra-Ball, den setze ich einfach auf 0. Okay, und dann schreie ich, ich habe den Counter zurückgesetzt. So, das mache ich auch, damit der HUD auch Bescheid weiß. So. Und ich müsste auch noch sagen, auch noch mal schreien, Extraball zum Beispiel. Müsste ich schreien, Extraball, damit zum Beispiel, wenn ich einen Sound hätte, dass der dann Extraball sagen könnte oder sowas. Also muss ich nicht nur sagen, ich habe den Counter zurückgesetzt, sondern ich muss auch noch schreien. Extraball. Ich sage einfach Extraball. So, extra Ball. So, das schreit er dann, der Player Controller. Also stopfe ich das auch noch hier hinten dran. So. Seht ihr? Okay. So, also, der Player Controller hat die Zahlen hier erhöht, und wenn er feststellt, okay, die Zahl ist größer gleich, dann erhöht er die Anzahl der Kugeln, setzt den Counter-Extraball zurück auf 0, schreit, ich habe den Counter zurückgesetzt, und schreit Extraball. So, hat er jetzt gemacht. Und jetzt müssten wir eigentlich, ich überlege gerade, muss ich noch was beachten? Ich hatte noch irgendwas im Kopf gerade. Nö, eigentlich nicht. Doch, ich müsste dann, aber das kann ich machen, wenn der Extraball geschrien hat, dann müsste ich ja, und genau dafür brauche ich das auch, dann müsste ja hier in der Mitte zum Beispiel so eine Lampe angehen, dass ich weiß, ich habe einen Extraball. Ne? So. Okay. Das müsste ich natürlich noch machen. Und ich müsste mir natürlich auch irgendwo merken, dass ich einen Extraball bekommen habe. Genau, das war es nämlich. Ich muss mir irgendwo merken, dass ich einen Extraball bekommen habe, damit,
wenn ich dann eine neue Kugel abschieße und diese Lampe leuchtet noch, dass ich die Lampe wieder ausmachen kann. Oder ich mache sie einfach immer aus, wenn ich eine neue Kugel starte. Ist das eine Lösung? Ja, das ist auch eine Lösung. Dann brauche ich mir auch nicht merken, dass ich einen extra Ball gekriegt habe, sondern der Controller schreit extra Ball, dann geht hier eine Lampe an, die muss ich allerdings erst noch bauen. Und wenn ich später einfach eine neue Kugel abschieße, geht die Lampe einfach aus. Da muss ich ja sowieso ganz viel zurücksetzen und weiß der liebe Gott was. So. Ja, aber so sollte das funktionieren. So. Und um jetzt zu gucken, ob das funktioniert, muss ich natürlich in meinem HUD hier, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich hier, muss ich natürlich noch die Anzahl der Kugeln anzeigen, die ich habe. Und wenn ich dann einen extra Ball gekriegt habe, dann müsste der ja wieder auf 0 springen und die Anzahl der Kugeln müssten sich erhöhen. So, und da baue ich jetzt erstmal hier drunter, damit ich das sehe. Und nachher, wenn der Flipper fertig ist, dann will ich das auf die Seite bauen mit den Kugeln und auch große Zahlen oder so. Da muss ich mal gucken. Aber ich baue das jetzt erstmal hier drunter. So. Duplicate. So. Und das heißt jetzt. Anzahl Kugeln, Doppelpunkt, jetzt habe ich zwei Doppelpunkte, okay, so. Und hier, das ist TXT Kugeln, so. Wunderbar. So, und da steht aber drin, in TXT Kugeln steht erstmal eine 0 drin. So. So, und beim Start des Controllers hier muss ich, was muss ich denn machen? Ich schreie einfach Anzahl Kugeln. Also schreie ich hier Anzahl Kugeln. Das kann ich nicht, weil den Namen gibt es schon da oben. Meine Anzahl Kugeln, schreit der einfach so. Und dem muss ich jetzt natürlich wieder die Anzahl mitgeben. Also Anzahl Kugeln muss ich dem mitgeben. So. Ist ein Integer-Wert. So. Und dann kann ich hier irgendwo, ich habe hier den Textpunkt gesetzt. Ach so, den setze ich auf 0. Okay. Ja. Dann muss ich natürlich hier auch. Okay, das ist ein guter Einwand. Get TXT Anzahl Kugeln. So. Die setze ich hier set txt, also set text, und da stopfe ich jetzt meine Anzahl Kugeln rein. Das geht natürlich nicht. So, get, und jetzt zack. So, der muss die Zahl erst wieder in den Text umwandeln. So. Okay, also beim Spielstart setze ich
das, was da drin ist, einfach in den Text ein. So. Und meine Anzahl Kugeln ruft er dann irgendwann mal. Ich lösche das erstmal wieder raus. Noch brauche ich es nicht. So, Feuer frei. Okay, also wir starten und hier steht Anzahl der Kugeln 0. Warum das? Jetzt muss ich wieder in meinen Player-Controller gucken. Was steht hier drin? Eine 3. Ganz definitiv. Ja, aber ihr seht hier mein Fail. Das Ding ist ja gar nicht da dran. Das heißt, ich muss das da reinstopfen. So. Wunderbar. Gucken. Anzahl der Kugeln 3. Ne? So. Das tut's schon mal. So. Jetzt muss ich aber sagen, hier im Player Controller habe ich ja gesagt, ich erhöhe die Anzahl der Kugeln und ich schreie Extraball. So. Und jetzt muss ich ja auch dann diesen Text hier quasi, das, was ich hier gemacht habe, muss ich dann auch nochmal machen. Ja, ich muss ja den Text aus Anzahl Kugeln, mache ich mal eine Kopie. So. Ctrl V. So. Bisschen ordnen. So. Oh. Also, Anzahl Kugeln wurden erhöht. Counter Extra Ball wurde zurückgesetzt. Dann kommt jetzt der Text wird aktualisiert und dann schreie ich Extra Ball zurückgesetzt und Extra Ball. Ja, so, das mache ich so. Jetzt fehlt hier noch das Target. Und das ist ja mein Hut. Und da get txt Kugeln. Anzahl der Kugeln. Das muss ich noch da reinstopfen. So, ihr seht, es gibt immer verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Und jetzt haben wir das gemacht. Ja, und jetzt haben wir auch den Extraball programmiert. So, jetzt müsste das funktionieren. Oh, da ist sie weg. Und jetzt ist das hier oben so ein bisschen gequetscht. Das liegt aber bestimmt daran, weil dieses Ding hier ein bisschen klein ist. Jetzt gucke ich mal, wo ich die Größe ändern kann. Vielleicht hier, ne? Scale. Irgendwo muss ich doch die, Entschuldigung, die Größe von diesem Vektor oder von dem Hut, ne? Der Hut ist ja groß. So, von dem hier. Muss ich doch irgendwo die Größe ändern können. Also hier ist es nicht drin. Da ist es auch nicht. Was habe ich denn hier? Scale. X und Y. Was ist, ach Gott, da Jesus doch. So. Und den. Da ausgerichtet, da ausgerichtet. Okay. So. Wieso ist denn der hier so groß? Ach, der hat hier 100. Habe ich mich wohl vertippt? 10. Nee, das ist die Richtung von da.
So. Aber die Höhe. Wieso ist das denn so komisch? Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir aber Jens und Jahr nicht so. Das ist schon mal in Ordnung, aber das hier nicht. So, und warum ist das so groß? Weil die Schrift so groß ist oder was? So, sieht das schon besser aus. Oder den hier mache ich mal auf 1,7. So. Machen wir 1,8. So. Dann kann ich auch die Schrift 225 ein bisschen größer machen. So. Wunderbar. So. Boah, ist das groß geworden jetzt. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. So. Also, Hut, du wirst gefälligst wieder kleiner. So, das wollte ich nicht kleiner machen, sondern das. So. So. Ja, das ist besser. Ich habe die falsche Taste. Ist ja gar nicht so einfach, jetzt einen Extraball zu kriegen, weil jedes Mal, wenn man dieses scheiß weiße Ding wegschießt, Entschuldigung für den Ausdruck, scheiß. Aber wenn ich dann dieses weiße Ding wegschieße, dann gehen die Lampen ja wieder aus. So, jetzt noch den einen roten. Den einen roten. Bevor der weiße weggeht. Ja, und Anzahl der Kugeln 4. Ich habe einen Extraball gekriegt. Geil, es funktioniert. Sehr gut. Ja, ihr seht, es ist gar nicht so schwer, so einen Flipper zu basteln. Man muss sich in seinem Kopf nur überlegen, was muss wann passieren, und dann kann man sich das so zusammenklöppeln. So, jetzt muss ich dieses Ding noch darunter kriegen, aber das sieht aus, als wenn das ein Los ist. Okay, ja. Dann haben wir für heute Abend, denke ich mal, auch genug zurecht gebastelt. Also, wir haben heute gebastelt den Multiplikator. Hätte ich jetzt dieses Ding hier abgeschossen, dann wäre hier mal 2 angegangen. Und hier mal 2. Und hier die wären dann alle wieder ausgegangen und die Targets werden wieder angegangen. Das wäre alles passiert, wenn ich den angeschossen hätte. Ja. Und vielleicht für Leute, die den Flipper sonst noch nicht mit entwickelt haben, also nicht dabei waren. Hier sind normalerweise auch solche Targets hier, die den Ausgang verschließen. Und wenn die runtergedrückt werden, weil die Kugel hier raus will, dann wird die Kugel ein bisschen weggeschleudert und hier dieses Ding leuchtet. Und wenn ich das abschieße, dann geht auch das Ding wieder hoch.
und das gleiche auf der Seite mit diesem Target. So, das ist ein Beschleunigungstunnel. Wenn man da durchschießt, dann wird der beschleunigt und geht hier hoch. Und das ist nur mein Alarmtower. Wenn ich diese weißen Targets, wenn ich diese weißen Targets abschieße, dann erhöht sich hier dieser Tower, die Balken sozusagen, so ein kleines Gimmick. Und ihr seht, wenn ich da irgendwas abschieße, dann leuchtet ab und zu auch dieses Firefighter. So, und da oben bin ich noch nicht so weit, also da fehlt noch ein bisschen Action. Ich bin gerade hier am unteren Teil dran, den ein bisschen mit Leben zu füllen. So. Oh, verhungert. Ihr seht, ich habe auch so Lauflichter. Wenn man diese roten Dinger trifft in der Mitte, dann laufen hier so Lauflichter an den Seiten. Ja, jetzt, ihr habt gesehen, das Schild ist runter. Und also dieses Schild wurde jetzt runtergedrückt und jetzt leuchtet dafür dieses Teil. Und ihr seht hier, das Schild ist noch auf, deshalb ist der aus. So, und jetzt müsste ich den noch abschießen, damit der hier wieder hochkommt, das Target. Und dann könnte ich hier mal zwei machen. Oder ich schieße alle hier an, dass sie alle leuchten, dann kriege ich einen Extraball. Was noch fehlt, ist die Lampe für den Extraball. Die habe ich noch nicht, die muss ich dann morgen bauen. So, aber fast hätte ich es getroffen. So. So, den haben wir getroffen. Ach, aber dafür den Target nicht. So, oh, jetzt geht's daraus. Nee, Gott sei Dank. So, jetzt muss ich mal sehen. Zack, Target getroffen. Jetzt ist mal 2 angegangen. Jawohl. Oh, und jetzt müsste ich wieder anfangen. Ja? Also, ich hätte den letzten Target weggeschossen. Dann ging das weiße Ding hoch. Dann hat er das von hinten niedergemäht. Dann sind alle wieder aufgestanden. Hier sind die ganzen Lampen ausgegangen. Mal 2 ist angegangen. Das sehe ich jetzt auch hier. Und jetzt kriege ich mal 2 Punkte. Von den Punkten, die es so gibt. Ja. Würde ich jetzt die Targets alle wieder runterschießen. Ging wieder ein Teil hoch. Würde ich das abschießen. Würde ich mal 3 kriegen. Und so weiter. Das Ganze geht bis mal 5. Ja. So funktioniert. Oh, jetzt habe ich den da zu lange festgehalten. Jetzt hängt er fest und ich habe noch keinen Schüttelknopf, wo ich den Flipper schütteln kann. Okay. Liebe Leute, ich hoffe, euch gefällt der Flipper, weil, wenn der Flipper ja fertig ist, dann wollen wir ja zusammen flippern. Also, ich will es mal so sagen. Also, wenn der Flipper fertig ist, dann überträgt der die Punktzahlen der Spieler an Wudive TV. Und ich, wenn ich dann streame, dann kann ich im Stream sehen, wer von euch wie viele Punkte mit dem Flipper gerade spielt. Und so können wir dann eine Challenge machen, wo wir gegeneinander im Flipper battlen. Das ist das Ziel dieses Projektes. No? So. Aber jetzt haben wir 11 Uhr. Ich habe den ganzen Tag gestreamt und gebastelt und gebaut. Und jetzt gehe ich im Bett. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis moin, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten könnt ihr natürlich
auf Twitch die ganzen Teile euch angucken, wenn ihr selber Lust habt, sowas nachzubauen. Und auf YouTube habe ich die oder lade ich die auch alle hoch, damit man da auch dauerhaft die gesamte Entwicklung des Flippers vom ersten Schritt bis zur Fertigstellung ja, nachverfolgen kann. Ne? Also, tschüss, tschüss.